Hallo meine liebe Community, herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute gibt es wieder ein lustiges Video, hoffentlich. Es gibt einen Temu-Haul. Ja, und zwar ist das dieser Haul von der Kooperation und ich werde den jetzt abdrehen. Es fehlen aber noch zwei Artikel und diese Artikel, die werde ich euch nachreichen. Ich werde das mit Temu auch klären, aber Hauptsache dieses Video kommt jetzt erstmal hoch, weil ich die Sachen auch benutzen möchte. Ist ja klar. Ich bin nämlich mein ganzes, Haus, ja, könnte man so sagen, meine ganzen Schränke, alles am Umorganisieren und am Umräumen. Und ich habe da so einen Flip mittlerweile drauf. Hier regnet es wie aus Eimern wieder und ich kann draußen nichts machen. Da muss ich ja wohl hier drinnen ein bisschen meine Energie austoben. Ne? So, deshalb möchte ich ganz gerne die Hauptsache ist Organisationsmaterial halt und ja, eben alles, was dazugehört. Und deshalb möchte ich das abfilmen, dass ich das auch benutzen kann, ne? So, es könnte nämlich ganz gut sein, auch noch, dass ich morgen lieben Besuch kriege und da muss hier alles picobello sein. Ne? Da werden wir da noch hinkriegen, irgendwie. Vielleicht kriege ich meinen Mann sogar kriege ich nicht. Mein Mann dazu, dass er mir ein bisschen hilft. Er kann ja auch nicht im Garten wuseln, ne? Außer er zieht vielleicht Flossen an und eine Taucherbrille, aber ansonsten schwierig. Gestern habe ich meinen Tomatenfloß gebaut. Die sind ja soffen draußen. Naja, egal. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich werde euch die Preise nennen, wie sie waren, als ich es gekauft habe. Ihr wisst ja, bei Temu ist es so, da ändert das immer mal. Und diese Blitzangebote ändern sowieso ständig. Und die Links, die werde ich euch dann in der Infobox verlinken. Ich werde sie euch da reinposten, weil es ist etwas schwierig. Diesmal mein Mann ist nicht da im Moment. Und normalerweise filmt er das mit der Kamera ab. Und kann dann am Computer das Ganze bearbeiten. Ich mache das jetzt mit dem Handy und da ich technisch sehr dusselig bin, mache ich das jetzt auf diese Weise. Das wird dann wohl auch funktionieren. Ne? So, also fangen wir mal mit dem Kleinsten an. Ich habe mir zwei so Wasserflaschen geholt. Das sind Sprühflaschen, so ganz kleine. Und die wollte ich aber auch dann tatsächlich, wenn ich mal wieder bastle, benutzen. Und die lassen sich sehr einfach bedienen. Ja, ihr seht, der Finger ist immer noch in Essig eingelegt und ja, ganz süße kleine rosa natürlich Fläschchen, zwei Stück von denen habe ich mir geholt und die haben gekostet 2,79 Euro beide, ne, also es ist so ein Set von zwei. So, das waren diese, ich nehme das natürlich auch dann für, was weiß ich, kann man für alles benutzen, zum Basteln, zum Sprühen von Aquarellfarben. Man kann es benutzen, um die Kakteen abzusprühen oder allgemein Pflanzen, die ich auch habe, wie die Sukkulenten, die ich damals ersoffen habe. Die brauchen ja nicht so viel Wasser. Da reicht dann so ein Sprühstoß aus so einer Flasche. So. Dann habe ich mir, wo ist denn dann jetzt hin? Ah, hier. Ja, es kommt noch ein Temu-Haul dazu, der ist aber ein bisschen in Verspätung. Vielleicht kommt heute schon ein guter Teil. Und ich habe auch noch einen Amazon-Haul für euch. Diesen Dosenorganizer, den habe ich mir für den Kühlschrank geholt. Wir wollen nämlich im Allgemeinen etwas weniger Cola Zero und so ein Zeug zu trinken. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme nur noch ein paar Dosen von dem Zeug, lagere es im Kühlschrank in diesem Organizer. Und wenn nichts mehr da ist, weil man sagt, für den Rest trinken wir Wasser oder Kaffee oder Tee. So, ist ein guter Anfang, weil ihr kennt ja meine Cola Zero Sucht. Kaffee, Cola Zero ist halt so. Naja. Und da will ich mal versuchen, ob das dann gut funktioniert. Da werde ich dann ein paar von den Dosen reinmachen. Ja, und da mein Mann mir auch ein Ohr gekaut hat, er will weniger Cola trinken mit mehr Wasser, ist das eigentlich eine ganz gute Alternative, als wenn dauernd ganze Kästen da stehen und man dann so einfach da rankommt. Ne? Weil ich kenne uns beide. Wenn nichts mehr da ist, dann sind wir auch alle beide zu faul, um was holen zu gehen. Also wird Wasser getrunken. Ich habe auch, ja, ich sag's nochmal, Holy, wo ich sehr begeistert bin und immer noch keine Kooperation, keine Werbung selbst bezahlt. Nur ich bin begeistert davon. Also und ich habe auch diese Drops, diese Dings da fürs Wasser rein. Also wird schon funktionieren. Kommst du wieder aus dem Fenster raus, danke. Ja, bekloppt. Ah ja, ist wieder ein Fall für den Tierschutz sonst, ne? Wenn die aus dem Fenster fällt. Ja, stell dir mal vor. Ich lasse sie auch nicht raus, die haben keine Regenmäntelchen. Sonst ist auch wieder ein Fall für den Tierschutz. Wenn ich die Katze nur einen Regenmantel rauslasse, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Na gut. Wird ein Running Gag jetzt hier auf den Videos. Aber gut. Weiter im Text. Ich habe mir so einen Haken gekauft. Mein Mann hat mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle beieinander. Aber da er sich ja nicht so gut informiert wie ich, weiß er nicht, was das soll. Dieser Haken, der wird, ne,
an meine Dings-Küchen-Unterseite gebappt und da kommen meine Küchenutensilien dran. Und zwar nur die, die ich auch wirklich benutze und nicht dieses Tohuwabohu, was ich mittlerweile jetzt schon in der Küche stehen habe. Da sind tausend Sachen drin, die ich nie benutze und die immer nur da rumstehen und einstauben und einfetten und was weiß ich und eklig sind. Da kommt jetzt nur noch das dranhängen, was ich wirklich benutze und der ganze Rest fliegt weg. So, das war das. Von denen habe ich übrigens noch einige mehr und da kriegt meine Tochter auch welche davon, mein Sohn, wenn er möchte. Hoppala, ich organisiere die ganze Familie um, so, wenn sie lassen. Lassen mich nicht immer. Ah ja, gekostet hat das Ding. Der Dosenorganizer hat 5,99 Euro gekostet. Wie gesagt, damals. Ne? Was er jetzt kostet, weiß ich nicht. Und dann dieses Hakending. Tralala, Moment. Pff, wo haben wir denn? Robuster Haken für Küchenbesteck. 89 Cent. Jawohl. So, dann habe ich mir ein Hängeregal gekauft. Ein Boho-Hängeregal. Es hat allerdings auf dem Foto etwas robuster ausgesehen. Es sind tatsächlich zwei so Teile. So, na, was ist denn? Knick in der Optik. Zwei so Teile, so wie eine Schaukel sieht das aus. Ne? Ich stelle mir das vor, wenn das da hängt. Man kann es ja kürzen am Seil. Und steht was drauf. Darf natürlich nichts Schweres sein, sonst kracht es zusammen. Dass das dann gar nicht so schlecht aussieht. Aber ich habe es mir wirklich anders vorgestellt. Und das sind dann hier zwei so... Es sind einfach Holzbretter mit Schnüren drin. So. Hat gekostet 7,49 Euro. Habe ich jetzt für dieses Teil hier. Ja. Gibt es für weniger Schöneres. Aber gut, ich meine, ab und zu mal so ein Feldkauf ist ja dann auch nicht verkehrt. Ne? Macht ja nichts. So, weiter. Ja, der hier. Den habe ich mir auch geholt. Der kommt an die Wand. Entweder gebohrt, da sind Bohrlöcher. Wer nicht an die Wand bohren will, kann dieses Klebeteil benutzen. Sehr praktisch. Und das ist ein Küchenrollenhalter. Weil bei mir fliegt die Küchenrolle immer in der Küche rum. Ganz unpraktisch, weil die Katzen finden ihn immer. Und dann habe ich keine Küchenrolle mehr, sondern Konfetti. Ist nicht der Sinn der Sache. Und ja, jedes Mal, wenn ich dann Küchenrolle brauche, muss ich das Konfetti zusammenklauben. Nicht gut. Wischt eher weniger dann noch, ne? Also habe ich mir den geholt und das ist Edelstahl. Der ist auch recht, oh, der ist gut stabil. Und der hat gekostet 6,49 Euro. Kann man mal machen. So, ich glaube, von denen habe ich auch noch einen mehr. Da kriegt auch meine Tochter einen. Ihr seht, ich versorge die ganze Familie. Dann habe ich... hier. Oh Gott im Himmel, ja. So, das hier. Das ganze Teil nennt sich Unterwäscheaufbewahrung und die kennt ihr schon von mir. Ich liebe die Teile. Das sind diese hier. Da habe ich meine Schlüpper drin, da habe ich meine BHs drin, da habe ich meine Socken drin. Und ich habe mir jetzt noch einiges mehr geholt, weil ich auch bei meinem Mann da sortieren möchte. Und das waren drei Teile, wenn ich die jetzt finde. Hier mal eins, zwei, drei Stück. Wo ist denn der dritte jetzt hin? Hallo, wo ist er denn? Ei, wo ist er denn hin? Na? Mit Griff 7 Gitter, das ist der hier. Müsste der hier dann sein. Gut, also dreiteilig. Der hier hat ein bisschen größere. Na, für meine Leggings. Weil von denen habe ich auch jede Menge. So, die haben gekostet drei Teile 4,09 Euro. 4,09 Euro. Und dann habe ich den hier noch. Der ist auch größer. Der hat auch Griffe. Hier, da und tralala, da. So. Auch größer. Da möchte ich meine Jeans einräumen. Ich habe nicht so viele Jeans, weil ich sie nicht gerne anziehe. Ja, und deshalb reicht das da. Ich habe für das bezahlt, den Schrankorganizer mit Griff, 7 Gitter, 3,49 Euro. So, weiter im Text habe ich mir natürlich was gekauft, was ich gesehen habe und unbedingt haben musste. Das ist dieses Regal. Dieses wunderschöne Boho-Regal. Das kommt natürlich in mein Häuschen. Und das hat gekostet... Na, wo ist er denn? Das hat gekostet Crystal Rag 11,49 Euro. So, dann wurde es noch dieser hier. Den habe ich ultra bequem praktisch gefunden. Das ist ein Spülbecken, Schwamm, Seife, Halter, was auch immer. Da kommen dann die ganzen die Spülschwämme rein, die man so benutzt. Ne? Und hier hat das eine schräge Fläche. Das kann dann abtropfen und das Wasser tropft dann nicht auf die Ablage, wo es nicht hingehört, sondern ins Waschbecken wieder rein. Und das ist bei mir eine Riesensauerei gewesen immer. Und hier haben wir dann noch hier so einen Haken, den, da kann man dann noch einen Spüllappen dranhängen oder was auch immer. Ne?
Habe ich auch sehr toll gefunden, musste mit. So, dann, der hat gekostet 7,49 Euro. Des Weiteren durften mit Aufbewahrungsdosen, und zwar, pipapo, hier bin ich fertig, der Dosenorganizer war das andere, das war dann das da, entschuldigt bitte, ich bin wieder sehr organisiert, 5x BPA-freie luftdichte Behälter mit Deckel für 14,99 Euro, und zwar sind das die hier, ja, von den, na, von denen habe ich schon sehr viele und ich bin begeistert. Die sind wirklich dicht. Die gibt es in einigen verschiedenen Größen. Ich habe mir jetzt wieder so ein Set geholt von kleinen, das hier ist jetzt eine mittlere Größe, bis ganz groß mit den Labels dabei, ne, mit einem Stift, einem weißen. Also wirklich ultra toll. Für den Preis kann man gar nichts sagen. Dann war es noch, was war es denn jetzt noch, Leute? Ah ja, hier. Hopsala, Entschuldigung, Yuki. Den habe ich mir noch geholt, das ist ein Reiskübel. Ich kaufe mir meinen Reis in nächster Zukunft nicht mehr in diesen Beuteln, sondern in groß, im Kilo oder 5 Kilo, und der kommt hier rein. Der ist hier auch luftdicht bewahrt, der hat hier so eine Klappe. Hier hat er so einen Becher zum Abmessen. Und hier finde ich ganz toll, na, kommst du her? Da hat er so eine Öffnung, da macht man was rein, um die Feuchtigkeit aufzusaugen. Reis kann man reinmachen, was immer auch Feuchtigkeit aufsaugt. So, der hat gekostet, dieser Übelkübel, 16,69 Euro. Und die sind wirklich richtig teuer ansonsten. Und ich bin gerade mal verschwunden, aber hören tut ihr mich noch? Dieses Regal. Ich liebe diese Drehregale. Ich habe mir da einige geholt, auch von Amazon. Und das hier hat jetzt gekostet, lalalala, Dreh... Hier ist er steht da unter Desktop oder Kosmetikaufbewahrungsbox, aber ich werde ihn tatsächlich in der Küche benutzen für 26,69 Euro. Und der ist wirklich richtig schön. So, das war der Temu-Kooperations-Haul. Wie gesagt, es kommt noch ein Amazon und noch ein Temu-Haul. Und ich werde euch natürlich die Produktnummern einblenden in der Infobox. Küsschen aufs Schnüsschen. Bis bald. Tschüss.